So, und da sind wir wieder zurück und wir befinden uns jetzt im Loading Screen im Match zwischen Fnatic Beta und Home Aim. So, und ein bisschen Ladezeit haben die Jungs hier noch. Hätte vorher leider keine Zeit mehr mal zu schauen, wie die Jungs von Hem so im Rating sind. Das wäre natürlich noch eine interessante Sache gewesen. Und ja, auf jeden Fall Alistar schon inzwischen fast ein untypischer Support-Pick. Sieht man auf jeden Fall nur noch sehr, 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 sehr selten. Thresh hingegen auf jeden Fall in letzter Zeit ein sehr starker Support. Aufgepickt hat man sehr, sehr viele Möglichkeiten mit. In Zusammenarbeit mit Caitlyn natürlich ganz extrem mit der Long Range. Da werden Varus und Alistar auf jeden Fall erstmal keinen Spaß haben. Varus zwar an sich nicht so schlecht aufgestellt gegen Caitlyn, aber in Verbindung mit Alistar, der nun mal nur Melee ist, wird das nicht ganz einfach. So, da sehen wir direkt mal wieder eine Pause. Das ist natürlich das, was wir eigentlich nicht wollen. Also auf Seiten von Home Aim scheint es da noch Probleme zu geben. Ja, und da geht es jetzt endlich los. Und das haut schon wieder nicht hin. Schauen wir mal schnell, dass wir das gefixt kriegen hier. Denn das, was ihr jetzt gerade seht, solltet ihr eigentlich nicht sehen. So, und wir sehen auf jeden Fall schon mal auf seitens von Fnatic den Early Invade zum Blue. Ja, und Alistar wird da auf jeden Fall schon mal direkt gecatcht. Und das könnte gefährlich werden. Da wird hinterher geflasht. Da kommt noch der Throw. Und das ist First Blood für Fnatic. Also hier für sie erstmal eine ganz einfache Geschichte.
Bluebuff wird gepinkwallet, um zu gucken, dass sie da nicht weiter gescoutet werden können. Aber da stehen sie auf jeden Fall momentan sehr sicher. Und Pantheon kommt da nochmal, um zu schauen, und wird auch direkt sterben. Also da sind die Jungs von Hem ein bisschen unachtsam. Also da jetzt einfach so nochmal aufs Blinde reinzurennen, ist die wohl schlechteste Entscheidung, die man da machen kann. Zed geht inzwischen schon ganz in Ruhe auf seine Toplane. Und somit geht der erste Blue schon mal direkt an Fnatic. So, und es scheint dann noch Probleme zu geben auf seitens von Home Aim, der da scheinbar disconnected ist. Deswegen gibt es nochmal eine kurze Pause. Und ich werde die Zeit auch nochmal schnell nutzen, um hier mal eventuell das Overlay schnell zu fixen. Also dranbleiben, bis gleich. A summoner has disconnected. Und jetzt sollten auch die Overlays endlich stimmen. Schön, dass man das stundenlang eingerichtet hat und es dann beim ersten richtigen Spielstart dann doch wieder nicht funktioniert. Und ja, es sieht so aus, als wenn Home Aim hier irgendwie technische Probleme hat. Ein Spieler ist auf jeden Fall disconnected gewesen. Und nach nicht mal 3 Minuten Spielzeit steht es auch schon 2-0 für Fnatic. Und die Frage ist natürlich, ob sie überhaupt noch weitergeht oder ob sie jetzt direkt aufgeben und sozusagen aus dem Spiel droppen. Auf jeden Fall sieht es erstmal nicht so gut aus für die Jungs. Und es bleibt natürlich nicht viel anderes möglich, außer hier wirklich zu warten. Wie es weitergeht, können in diesem Fall wirklich nur die Spieler entscheiden. Und die schreiben im Moment nicht so viel. Zwei Spieler von Hem auf jeden Fall noch nach der Pause rausconnected.
Ja, und im Chat schreibt auch schon jemand, dass die Jungs von Hemm wohl im Bronzebereich spielen. Da ist es natürlich hart, gegen jemanden zu spielen, der theoretisch in der LCS mit dabei wäre, wenn er alt genug wäre. So, immer noch ein Spieler fehlt. Und hier gibt es noch ein paar Profi-Tipps von Reckless. Aber man ist hier noch sehr, sehr verständnisvoll mit den Nachwuchsspielern sozusagen. Und hat kein Problem damit, hier das Game ganz entspannt erstmal zu pausieren. Und jetzt scheinen alle wieder da zu sein und es geht endlich weiter. Und ja, es wird natürlich, wie gesagt, sehr, sehr schwer für die Jungs von Hemm, hier irgendwas zu machen. Und hier sieht man es auch schon, auf der Botlane bekommt Rathard da schon ordentlich auf die Mütze. Shesh lässt sich da auch nicht lumpen, ja, holt sogar direkt den Flash raus. Also auf der Botlane sieht es auf jeden Fall schon mal sehr, sehr eindeutig aus. Mit Reckless und Fat Mama da. Keinerlei Probleme für die beiden. Und da wird auch jetzt schon gepinkt. Also man hat da eventuell schon was vor. Volibear läuft auch in Richtung des Towers von hinten rein. Und das wird wahrscheinlich schon direkt der erste Dive. In der Zeit stirbt Pantheon auf der Toplane, das haben wir jetzt leider verpasst. Aber jetzt kommt hier mit höchster Wahrscheinlichkeit der Dive. Ja, und da geht's auch rein. Fat Mama bekommt da direkt das Ignite. Aber Rathard wird auf jeden Fall sterben und geht auch direkt down gegen Volibear. Und jetzt geht's auch noch gegen den Alistar, aber Volley muss da aufpassen, hat da zwei ordentliche Tower jetzt kassiert. Kriegt dann aber glücklicherweise die Laterne und kommt damit sicher aus dem Geschehen raus. Aber Alistar hat jetzt hier natürlich ein Problem. Denn alleine unter dem Tower kann er so gar nichts machen. Ja, Pantheon, wie gesagt, eben auf der Toplane schon gestorben. Ja, und für alle, die natürlich eventuell auch mal gegen Teams wie Fnatic spielen wollen. Oh, da wieder schöner Pull von Treasure und das kann gefährlich werden. Alistar überlebt es da gerade nochmal so, allerdings war das schon wieder eine sehr, sehr gefährliche Situation. Ja, und wie gesagt, wer Interesse hat, mal gegen solche Teams anzutreten, der Black Monster Cup ist offen für jedermann. Das heißt, wenn ihr euer 5-Mann-Team habt, könnt ihr jederzeit damit ins Turnier joinen. Und auch in der Mitte sieht es momentan ganz gut aus. Twisted Fate liegt da auch schon vor der Lux CS-mäßig ordentlich vor. Also Toplane muss auch der Pantheon schon wieder aufpassen. Kassiert auch ordentlich Schaden. Und jetzt wird es schon sehr, sehr gefährlich wieder für ihn. Denn das könnte schon wieder die nächste Situation werden für den Set, um den nächsten Kill zu machen. Und spätestens, wenn er gleich Level 6 wird, was wahrscheinlich nicht mehr lange dauern wird. Und wieder ist das Spiel pausiert. Scheinbar auch wieder von Home Aim. Schreiben diesmal allerdings nicht, was los ist.
Und die Jungs von Home Aim schreiben hier auch leider gerade nichts. Ah, doch, jetzt. Hikarim hat jetzt wohl Probleme gehabt. Und auch mal kurz disconnected. Hat er also anscheinend auch PC-Probleme gehabt. Also kein guter Start hier für die Jungs von Home Aim. So, und jetzt geht's wieder weiter. Ich bin mal gespannt, wie weit Z ist. Hat noch ein Stückchen. Ah, macht er da aber trotzdem auch schon ohne Level 6. Einfach easy nochmal rangelatscht und den Kill gemacht. Mitte bisher noch sehr verhalten. Ist natürlich auch nicht ganz einfach gegen Lux. Ja, und Botlane wird einfach weggestompt. Da kommt auch nochmal die Trap und es kann auch gefährlich werden für ihn. Ja, da kommt auch direkt der Double Kill von Caitlyn. Da also überhaupt gar keine Probleme. Und jetzt muss die Lux in der Mitte aufpassen. Da kommt Zed zum Ganken und da kommt auch das Ult direkt. Und wird es reichen? Es wird nicht reichen. Lucky gerade nochmal mit dem Schrecken davon. Musste allerdings auch direkt Flash benutzen. Also, da ist auf jeden Fall der Summoner Spell geburnt. Und Pantheon sollte da aufpassen, auch wenn er unterm Tower ist. Sollte er da nicht zu aggressiv spielen. Denn von den dreien kriegt er doch mal sehr, sehr schnell auf die Mitte. Und da kommt auch die Stun-Card und der Instant-Kill. Denn sobald Twisted Fate die Stun-Card raus hat, kann er nichts mehr machen. Und dann ist der Damage, den Zed und Twisted Fate da zusammen machen, einfach schon zu heftig, als dass er da großartig überleben könnte. Ja, und Fnatic sieht auch so aus, erstmal, als wenn sie es hier relativ schnell beenden wollen. Pushen da zusammen in der Mitte den Tower direkt weg. Das nach 7 Minuten. Und 8-0 schon der Spielstand. Auch der Bot-Tower wird gleich fallen. Alistar kommt da jetzt zwar wieder rüber, aber Varus wird wieder gepult. Und der Schaden ist gut. Das Ult wird allerdings gerade nochmal so von Alistar abgehalten. Da kam er gerade pünktlich. Aber auch das wird ihm nicht weiterhelfen, denn hier sieht es wirklich nach einem richtig harten Stomp aus. Ja, Varus wird da auch noch gekillt. Und es ist wirklich ein Schlachtfeld. 10-0 für Fnatic. Beta. Nach 8 Minuten, 2 Tower down. Pantheon versucht gerade einsam die Toplane zu pushen. Da kümmert sich aber Fnatic nicht mal drum. Sie machen einfach in der Mitte weiter und Zed jetzt mit dem Ult gegen Lux. Macht da auch ganz guten Schaden, aber es reicht nicht ganz mit dem Ignite. Wird's gerade noch reichen. Der letzte Tick hat den Kill gemacht. Und somit wird wahrscheinlich schon wieder der nächste Tower in der Mitte fallen. Denn auch Varus ist dort. Keine große Barriere. Aber man sieht schon, Twisted Fate mit einer Karte ordentlich Schaden gemacht. Und ja, Reckless schlachtet sich auch gemütlich durch. Volibear jetzt noch mit dem nächsten Kill. Und auch Thresh darf jetzt noch einen Kill hinter den Towern machen. Also 14-0 in der 9. Spielminute. 16.000, fast 17.000 Gold zu 8.000. Also hier keinerlei Probleme, nicht mal im Ansatz für Fnatic Beta. Das Ulti von Lux ging leider daneben, ansonsten hätte sie eventuell einen Kill gegen Zed abstauben können. Obwohl sie bisher auch nur Chalice hat, also der wird der Schaden sich in Grenzen halten. Jetzt muss Zed allerdings ein bisschen aufpassen, kommt da aber doch noch recht gut weg.
Ja, und die Spieler von Home Aim sehen hier auch ein bisschen ratlos aus. Sammeln sich jetzt auch ein bisschen in der Mitte. Und da kommt das Pantheon-Ult. Sah allerdings auch mehr nach einer Verzweiflungstat aus. Ja, springt da auch direkt rein. Kriegt allerdings selber eigentlich nur auf die Mütze. Also das war schon... Also im Solo-Queue hätte man ihn als Feeder gemeldet auf jeden Fall. Für solche Aktionen. Und es ist hier wirklich überhaupt gar kein Problem für Fnatic, hier einfach in der Mitte durchzurauschen. Und Home Aim scheint da auch schon mehr oder weniger aufgegeben zu haben. Also da kommen sie gerade nicht mal ansatzweise mit ran. Auch Pantheon stirbt jetzt nochmal. Kills innerhalb von 11 Minuten, Mitte durchgepusht. Das ist schon verdammt schnell. Oh, jetzt mal ein schönes Ult von Varus. Snärt da ganz gut die Leute, aber solange da kein Damage dann natürlich noch hinterherkommt, bringt das alles nichts. Und ja, jetzt wird hier nur noch geschlachtet, geschlachtet, geschlachtet. Die kümmern sich gerade nicht mal richtig um den Tower, haben natürlich auch gerade keine Minions da, die stehen ein bisschen weiter vorne. Aber die kommen jetzt raus und dann dürften sie das Spiel hier auch schon beenden. Und Thresh muss da jetzt mal flashen. Wäre da fast doch noch gestorben. Lux-Ult geht leider wieder ins Leere. Und da muss sich Fnatic wirklich gerade mal ausnahmsweise zurückziehen. Allerdings sind sie da jetzt an einer schlechten Position und bekommen wieder ordentlich auf die Mütze, die Jungs von Home Aim. Caitlyn kriegt Pantheon, Lux kriegt endlich mal den Kill gegen Thresh. Und auch Hecarim kann Zeta noch killen. Aber jetzt ist leider mehr oder weniger das Team ausgelöscht von Home Aim. Varus und Hecarim retten sich dann nochmal in die Base. Allerdings stehen da auch noch Woddy und Kate und die werden jetzt hier auf jeden Fall den Tower noch wegpushen. Oh, entscheiden sich doch dagegen. Wollen da doch anscheinend nochmal einkaufen, bevor sie das Spiel beenden. Aber zumindest hat jetzt Home Aim hier mal 2 Kills machen können. Auch das ist schon was, ein bisschen, worauf man stolz sein kann. Gegen ein Team wie Fnatic Beta hier überhaupt Kills zu machen. Pantheon probiert es da auf der Toplane nochmal gegen Twisted Fate. Hat natürlich keine Chance mehr. Twisted Fate mit dem Kill. Kickt den Tower auch direkt danach. Wenn man sich das mal anschaut. Nach 13 Minuten... 25, 26.000 Gold inzwischen. Gegen 12.000. Und ja, hier kann man wirklich gerade nicht mehr so viel zu sagen. Das ist wirklich das reinste Schlachtfest für Fnatic Beta. Also hier in der ersten Runde keine Überraschung. Und es wird nur Best of One gespielt in den ersten Runden. Und kriegen sie noch die 30 Kills? Ja, 30 zu 3. Das ist doch ein schönes Endergebnis. So, also das war auf jeden Fall sehr, sehr, sehr eindeutig. Hier die erste Runde. Und da stürzt direkt wieder mal der Client ab. Sehr schön. Ich werde jetzt auf jeden Fall direkt mal nach dem nächsten Game schauen. Und falls ihr euch, wie gesagt, mal anmelden wollt für den Black Monster Cup, nächsten Donnerstag gibt es die zweite Qualifikationsrunde. Da könnt ihr euch anmelden. Einfach auf blackmonstercup.com gehen, mit eurem Team anmelden. Und dann seid ihr beim nächsten Mal dabei. Und für euch gibt es kurz eine Werbung und dann sehen wir uns gleich wieder. Hoffentlich schon direkt mit dem nächsten Game. Und mal schauen, wer uns da begegnen wird. Bis gleich.